Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt. In dem letzten Video ging es um Corona. Ich habe gedacht, es hat mich erwischt. Es hat mich auch erwischt, nur weiß ich nicht, ob es Corona war oder einfach nur normale Erkältung. Eine Woche lang hatte ich damit zu tun, jetzt bin ich wieder fit und jetzt gibt es wieder neue Videos. Ja, Corona beschäftigt derzeit die ganze Welt, muss man dazu sagen. Und darin muss man die Möglichkeit wirklich erkennen, was wir gerade tun können, um daraus Profit zu ziehen und wirklich Möglichkeiten erkennen, wo wir davon profitieren können. Toilettenpapier ist aus, Desinfektionsmittel ist aus, alle Dinge, die irgendwie hilfreich sein können. Ich weiß auch nicht, warum die Leute Toilettenpapier bunkern, ganz ehrlich, also... Na gut, für die, die Toilettenpapier verkaufen, ist es derzeit ein profitables Geschäft. Gut, lassen wir das Ganze beiseite. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und uns nicht so sehr mit diesem ganzen Drumherum beschäftigen. Natürlich muss man die Möglichkeiten sehen, wo man jetzt gerade daraus Profite ziehen kann. Aber wenn man sich nur mit dem Coronavirus beschäftigt und daraus Angst erzeugt, dann verliert man den Fokus auf das Wesentliche. Und das Wesentliche, worum es hier auf diesem Kanal geht, ist natürlich Verkaufen, Online-Verkaufen, Online-Handel. Und dann ist es gut, wenn man natürlich Dinge erkennt, was der Mensch gerade an Nöten und Sorgen hat, um diesem das zu bieten und dem das zu verkaufen und daraus gute Gewinne zu ziehen. Und das möchte ich hier zeigen. Natürlich, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. In den letzten Videos habe ich euch gezeigt, in der eBay-Reihe, wie ihr Schritt für Schritt von A bis Z euch ein eBay-Konto errichten könnt, um da auch Verkäufe tätigen zu können, um da Gewinne draus zu ziehen. In den nächsten Reihen wird es sich um Amazon handeln. Also ich bin derzeit auch auf Amazon tätig. Ich habe mich vor längerer Zeit schon im letzten Jahr da angemeldet. Und ich hatte aber Waren, die wirklich ein bisschen schwieriger sind und dafür habe ich Erlaubnisse gebraucht, um diese angefordert. Und nun habe ich diese bekommen. Seit Februar bin ich bei Amazon gelistet und verkaufe da sehr erfolgreich. Also ich bin sehr, sehr überrascht, wie krass das Ganze nach oben ging. Wobei ich da ganz neu bin, null Bewertungen hatte und so weiter. Aber wenn man das gute, ein gutes Produkt hat und sich gut positioniert, dann kann man da sehr, sehr große Gewinne ziehen. Und das Ganze möchte ich euch an meinem Notebook zeigen. So Freunde, ich befinde mich hier jetzt in meinem Amazon Seller Central und möchte euch ein paar Zahlen und Fakten zeigen, wie ich es in kürzester Zeit geschafft habe, hohe Umsätze zu erzielen und möchte auch dir zeigen, wie auch du das schaffen kannst. So, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Also, zuerst einmal gesagt, ich liste bei Amazon erst seit Anfang Februar. Ich habe mich schon etwa Oktober letzten Jahres angemeldet. Leider hat es da nicht geklappt. Ich brauchte gewisse Berechtigungen für meine Artikel und das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber jetzt hat es geklappt. Ab, wie gesagt, Februar dieses Jahres verkaufe ich und erziele wirklich beachtliche Umsätze. Wenn wir uns das Ganze hier unten mal anschauen, 30 Tage, in den letzten 30 Tagen 22.400 € Umsatz erwirtschaftet bei 263 Verkäufen. Ja, der Verkaufspreis ist etwas höher natürlich, aber nichtsdestotrotz sind da sehr gute Gewinne drin. Und in Deutschland liste ich derzeit 198 Artikel, die recht gut positioniert sind. Deswegen kann man da auch gute Umsatzzahlen erwirtschaften. Ja, was möchte ich damit sagen? Ich möchte das als Eröffnungsvideo machen, so gesagt, für die Amazon-Reihe, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie auch du bei Amazon dir ein gutes Verkaufsgeschäft aufbauen kannst und das Ganze Schritt für Schritt nachmachen kannst. Das heißt, wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. In den weiteren Videos wird das Ganze, wie gesagt, mit den Einstellungen versehen, wie wir den ersten Artikel online stellen, wie wir den Account rechtssicher machen und so weiter. Das erste Video übrigens blende ich hier oben ein. Das habe ich schon gezeigt, wie man sich bei Amazon anmeldet. Da ist es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken, so dass du dir das schon mal angucken kannst, um den ersten Schritt zu machen, um da das Ganze durchzustarten.
Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und freue mich, wenn du bei den anderen Videos dabei bist. Bis dahin sage ich nur, bleib gesund und bis zum nächsten Video.